Die Geisterbahn. Papa, ich muss dir was sagen. Was ist denn los, Emil? Ich kann mich unsichtbar machen. Ja, sicher. Nee, wirklich. Sag ich mal. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Wie schlecht? Entweder du kannst oder du kannst nicht. Naja, es geht nur, wenn ich an mir rumspiele. Du willst mir erzählen, wenn du dir einen von der Palme wedelst, wirst du unsichtbar? Sozusagen. Los, mach, das will ich sehen. Du musst dich aber umdrehen. Immer bist du bescheuert, dann sehe ich doch nicht, ob du unsichtbar wirst. Doch, wenn ich unsichtbar bin, sage ich jetzt und dann kannst du dich umdrehen und dann siehst du mich nicht mehr. Und wo ist der Trick? Kein Trick. Es passiert einfach. Und es passierte. Zum ersten Mal seit langer Zeit war Erwin von der Bank, Besitzer einer traditionsreichen Geisterbahn, wirklich baff. Und wie lange hält das vor? Oh, so etwa 20 Minuten. Das macht bei Hochbetrieb 40 Wagen. Oh, Papa, du denkst immer nur ans Geschäft. Ja, an was soll ich denn sonst denken? Ich habe eine Geisterbahn, ein Erschreckungsunternehmen und einen Sohn, der beim Wichsen unsichtbar wird. An was würdest du denn da denken? Ach, Papa, versteh doch, mir ist das einfach unheimlich. Ich weiß nicht, ob das ein Wunder oder ein Fluch ist. Und richtig mulmig wird mir, wenn ich überlege, wie das weitergehen soll. Ich meine, wenn ich mal nicht alleine bin und wir zusammen... Naja, du weißt schon, was passiert denn dann? Ja, ja, das ist eine gute Frage, mein Sohn. Du meinst, ob du beim Poppen auch verschwindest, beziehungsweise unsichtbar, aber fühlbar bleibst oder wie oder so. Ja, das musst du unbedingt ausprobieren. Ach, wie denn, Papa? Ich bin 13. Und da hast du noch keine Freundin als ich in deinem Alter. Was steht dir hier so belämmert rum? Fragte Emils Mutter, die in diesem Moment mit zwei Einkaufstüten den Wohnwagen betrat. Es gibt noch jede Menge zu tun an die Arbeit. Übrigens, ich habe das reparierte Skelett im Kofferraum. Das könnt ihr gleich mitnehmen. Ilse, wir müssen reden. Es gibt Neuigkeiten, sagte Erwin. Nachdem er sie über den Fall ins Bild gesetzt hatte, geriet Mutter von der Bank aus dem Häuschen. Ich wusste schon immer, dass unser Emi was ganz Besonderes ist. Vielleicht sollten wir den Papst anrufen und fragen, ob denen so ein Fall bekannt ist. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten doch alle Heiligen besondere Fähigkeiten, oder? Mit. Ich soll den Papst anrufen und fragen, ob es schon mal einen heiligen Wichser gegeben hat? Else, du hast doch nicht alle Murmeln im Sack. Ich fahre jetzt mit Emin mal schnell ins Eros-Center und guck mir an, ob das auch in Gesellschaft funktioniert. Dann können wir immer noch den Papst anrufen. Und so geschah es. Erwin wohnte unter den kritischen Augen seines Vaters, einer sehr adretten, erfahrenen Mitarbeiterin aus Sachsen, bei, die den Vorgang wie folgt kommentierte. Also, Pips, das gibt's ja gar nicht. Emil war verschwunden. Und blieb es auch. Das Geschäft mit der Geisterbahn ist rückläufig, aber seitdem spukt's im Puff.